Für all die Glücklichen, die wirklich 4 Wochen abschalten konnten im Sommerurlaub, Wirtschaft und Finanzmärkte schlafen leider nie. Wir hatten einen Finanzmarkt-Crash-Korrektur. Wir haben auf einmal wieder Rezessionsängste in den USA. Am Ende des Sommers merken wir, so schlimm ist es doch nicht. Die US-Wirtschaft wächst immer noch. Die Finanzmärkte haben sich wieder einigermaßen stabilisiert. Aber was wir mitnehmen am Ende des Sommers ist eine Abkühlung der US-Wirtschaft, die Weltwirtschaft, die nicht so gut läuft, Finanzmärkte, die Angst davor haben, dass alles, was mit Technologie zu tun hat, die großen Erwartungen nicht wahrmachen kann. Und dann, ganz zum guten Ende, steht natürlich weiterhin eine europäische Wirtschaft, die nicht richtig an Wachstumsdynamik gewinnt. Was sich nicht verändert hat über den Sommer, und das ist eine traurige Konstante, ist die deutsche Wirtschaft. Es geht weiterhin nicht besser mit der deutschen Wirtschaft. Wir haben gesehen, geschrumpft im 2. Quartal und noch schlimmer, alle Konjunkturindikatoren, einen IFO-Index, einen Einkaufsmanager-Index, geben keine Hoffnung auf schnelle Besserung. Es sieht weiterhin nach einer Stagnation aus in der 2. Jahreshälfte. Das Einzige, was da noch so ein bisschen anders gibt für Optimismus, ist der Vorratszyklus. Wir haben so hohe Vorräte schon seit einem halben Jahr, dass ich davon ausgehe, dass die Industrie vielleicht die positive Überraschung sein könnte. Wenn ein klein bisschen Aufträge wieder in die Bücher reinkommen, sollten wir auch den Anstieg der Industrieproduktion feiern können. Die Notenbanker hatten auch keinen richtigen Urlaub im Sommer. Warum? Sie haben gesehen, dass sich die Volkswirtschaften abkühlen. Gleichzeitig ist die Inflationsrate leicht zu hoch. Das bedeutet, was müssen sie machen? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im September Leitzinssenkungen bekommen werden. Nicht nur in den USA, auch in Europa, weil die großen Notenbanken, Fed und EZB, merken, dass sie ein bisschen den Fuß zurücknehmen können vom geldpolitischen Bremspedal und auch die Wirtschaft etwas über Zinssenkungen unterstützen können.